Also jetzt ist es auch wieder dann einiges, was ich hier halt an Arbeit so für umsonst gemacht habe. Zack, Freiheit, direkt in unserem Krater. Wie siehst du denn aus? Ich nehme mein T-Shirt an. Oh, mega Ruckler. Was ist denn da schon wieder los? Kann so nicht arbeiten. Oh, schon drei Blöcke oder was? Na, sieh du das. So, nehmen wir erstmal pennen. So. Ah, schön. So ruckelt denn das? Das ist bestimmt wieder, weil die Festplatte schon wieder voll ist. Wie beim letzten Mal auch. Aber kann ja eigentlich nicht. Weil die ist ja jetzt leer. So. Machen wir das mal so. So. Und dann hier Kohle rein. Ach, Quatsch. Was mache ich denn da? So. Keine Achter mehr. Stein. Okay, einen haben wir noch. Dann hauen wir jetzt mal die 12er rein hier. Zack. So, dann werden wir hier mal eben Eisen sortieren. Eisenkram. Was posten. Kies habe ich auf jeden Fall am Start. Ein Feuerstein. Schleimbälle, heftig. Ich will davon haben. Komm, mal packen wir die bei Drops rein. Naja, ich weiß noch nicht. Schwarzpulver, Faden. Verrottet das Fleisch. Und draußen ist schwer ein Krach bei mir. Nein. So, die Kisten sind ja noch leer. Restposten, Kies, Nahrung, Eisenkram. Redstone-Kram. Da packen wir Redstone rein. Holzkram haben wir jetzt nichts. Netherzeug, Bodenschätze hier. Dann packen wir unsere zwei Diamanten mal dazu. Lapis kann hier rein. Ebenfalls Schleimbälle machen wir mal in unseren Restposten. Da. Zack. Was ist das denn hier? Ach, Knochenmehl. Alles klar. Wo sind jetzt die Bodenschätze da? Ja, es dauert erstmal eine Weile, bis ich mich daran gewöhnt habe. Obwohl, können wir da. Nö, die machen wir. Ah, doch. Alles klar. So. Steak behalten wir. Dann kann man die Kohle hier auch erstmal reinmachen. Zumindest die Hälfte davon. So, dann haben wir noch ein bisschen bei. Ausrüstung, Grünzeug, haben wir nicht. Gut, alles klar. Dann jeder hier auch weiter. Wow. Tja. Ich wundere mich ja gerade, was da los ist. Heftig. Boah, ein mega Ruckler hier, ey. Ist doch unglaublich. Nein! Alles klar. Ich unterbreche an dieser Stelle mal die Aufnahme und dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Tschö! Ja, Mann, was war denn da los jetzt hier gerade? Mega Ruckler, ja, Festplatte war mal wieder voll. Boah, was ist denn hier los jetzt? Hallo? Hallo? Krass, man, die Frames sind ja echt nur noch am Rumeiern hier. Also ich weiß nicht, ob es jetzt an Fraps liegt oder an Minecraft. Seit dem 1.3 Update gibt es ja doch schon so ein, zwei Bugs, die natürlich noch behoben werden müssen. Oh Mann. Naja, gut, wir schauen erstmal, holen uns da mal ein paar Steine. Die werden wir jetzt. Oh, guck mal, die gibt sogar EP. Ist ja der Wahnsinn. Hammer, geil. Geil. Na los, noch mehr und dann haben wir. Ja.
So, was machen wir denn jetzt eigentlich hier? Auf jeden Fall erstmal die restlichen Steine da noch mit drin schippen. Und dann müssen wir mal schauen hier, weil irgendwie müssen wir ja mit unserem Haus hier langsam mal fertig werden. Ach da, guck mal, Atze Peng hier. Denkt ja, er ist wieder der Held vom Erdbeerfeld. Aber nicht in meinem Haus. Was wollte ich machen? Ach ja, hier, ein paar Fackeln erstmal setzen, dann kommen wir bestimmt hoch. Dann können wir auch mal da mal ein paar Fackeln ranmachen. So. Und da fehlen noch Fenster, hab ich gerade gesehen. Und, oh, es wächst schön. Ja. Und hier können wir auch noch mal irgendwie dann ein paar Zäune setzen. Aber ich weiß ja nicht, ob wir jetzt noch Holz haben. Mal schauen hier. Deswegen gehen wir einfach mal runter in unseren Keller. Und nein, nein. Da, genau, Glasscheiben auf jeden Fall. Und dann haben wir die da erstmal hin, aber wir brauchen halt noch Holz. Ne? Ja, nichts mehr. Toll. Super, also haben wir Mission erkannt. Können wir nochmal schön Holz hacken gehen. Dann machen wir hier aus dem restlichen Holz noch ein paar Sticks und aus den Sticks machen wir noch ein paar Zäune, dass wir wenigstens noch ein paar setzen können. So dass uns da nicht ständig die Meute hochkraxelt und unangenehm überrascht. Ich mag ja Überraschungsbesuche, ne? Aber ich meine, wenn da so ein Creeper direkt vor dir steht und einfach mal Puff-Peng macht, dann nee, das möchte ich nicht. Das ist nicht so gut. Ja, na gut, nehmen wir das mal hin, hier machen wir mal die Glasscheiben. Ich weiß nicht, ob da das Glas ausgegangen ist oder ob ich irgendwie da einfach ein bisschen Schlamm. Kann mich ja nicht mehr daran erinnern. Ja, auf jeden Fall setzen wir erstmal den Zäunchen hin. Den. Nein, den, ja. Ja, gut. Den. Und noch einen. Und dann haben wir die erstmal weg. Und dann nehmen wir jetzt nochmal Holz hatten hin. Würde ich so glatt vermuten. Oh, Ruckler. Und noch ein Ruckler. Heftig. Ich kann noch so nicht arbeiten, Mensch. Das ist doch kein Zustand mehr hier. Ja, müssen wir auf jeden Fall eigentlich machen. Entschuldigung. Ja, Wolle brauchen wir noch ordentlich und Gammelfleischsteak. Das sieht wirklich eklig aus. Also man ist sogar grün mit drin und so. Dann packen wir erstmal die Steine rein und dann zischen wir mal los in Richtung Wald. Glasscheiben da drin. Ist egal, ich kann das Too Many Items Menü ja nicht mal wieder ausblenden, aber nicht jetzt. Meiner Herr, irgendwann. Wenn ich Lust dazu habe. Dann ziehen wir mal los hier in den Wald. Und ja, die Bäume werden immer weniger, sehe ich gerade. Aber das ist nicht so schlimm, weil hier wird sowieso so nach und nach alles platt gemacht. So, wie kommen wir da jetzt ran? Immer einfach weiter. So. Ja, hier wird sowieso dann alles platt gemacht und dann halt nochmal neu. So. Also ich habe ja vor, mehr als nur ein Häuschen zu bauen. Da habe ich ja schon einiges an Ideen. Also schöne Berghütte zum Beispiel, allerdings eine, die in den Berg so reingebaut ist und ja, auf jeden Fall in meinen letzten Shows habt ihr gesehen, hab ja Hotels gebaut, bis der Arzt kommt und da werden wir natürlich auch noch ein schönes hinstellen, aber noch mehr will ich erstmal nicht verraten, dann lasst euch einfach mal überraschen. Ihr könnt mir auch übrigens gerne per PN schreiben oder auch bei Facebook auf meiner Fancy LP Seite könnt ihr mir immer gerne Ideenvorschläge zukommen lassen, was ihr zum Beispiel gerne sehen möchtet in Minecraft bei mir. Und solange also jetzt nichts Redstone lastiges unbedingt, aber so an Häusern zum Beispiel könnt ihr mir einfach mal zukommen lassen, was ihr denn so gerne hättet, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt und aber mal gern sehen möchtet. Und ja, macht es einfach mal. Oh, das war knapp. Ja, hier mal nochmal ein paar Bäumchen. Ach ey, ist das schön. Also wer auch immer die Timbermodder erfunden hat, das ist eine Wohltat.
Ja, den Brumm nehmen wir mal mit. Und den nehmen wir auch noch mit. Und dann nehmen wir da hier. Ach, wir nehmen alle mit. Alles. Alles, was irgendwie im Holz da sind. 100. Nehmen wir alles mit. So. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, mir eine Schere zu machen. Ich wollte ja noch Schafe scheren. Da kommt mir keiner ungeschoren davon. Und boah, draußen ist wieder voll laut bei mir. Die müssen alle voll Krach machen. Ich kann da so nicht arbeiten, Mensch. Ja. Würde ich sagen, Schere, genau. Ein paar Blätter auf jeden Fall für die Inneneinrichtung. Und wir müssen auch in Nether noch. Boah, wir haben noch so viel vor. Man macht deinen Motor aus. Ja, man bin gerade beim Aufnehmen. Ja, macht er jetzt mit Absicht. Dann dreht er nochmal schön auf. Kopf wieder Platz der Reifen. So. Rasenmähermotor. Junge. Oh, was haben wir denn da Schönes? Da lächelt uns schon so ein Creeper an, aber den lassen wir jetzt einfach mal. Creeper darf leben, dafür stirbt dieses Huhn. So. Regen schon wieder. Ich hasse Regen. Ich mag keinen Regen. Aber ja, du stirbst auch. Ich kann also gucken. Nee, nee, okay. Leveln haben wir jetzt schon ordentlich was, also so viel zur Theorie mit Level Cap 30 und so. Also ist doch nur beim Enchanten so, würde ich jetzt vermuten. Hä? Ich habe einen Enderman gehört. Ah ja, ich brauche Holz hier. Sticks und dann noch mehr Sticks und dann noch mehr Sticks und dann müssen wir hier mal bald ordentlich Zäune haben. Das ist ja kein Zustand da oben. Oh. Ich höre die doch. Sind doch Enderman hier. Ich schmeiß jetzt mal meine Schaufel weg, weil ich so überrascht bin. Ja. Tablet hier, dann nehme ich mal wieder hoch und dann. Zwei Enderman, was ist da los? Kriegen jetzt auch voll auf die Schnute. Jetzt abgehauen. Was für eine Pussy. Komm her hier wieder. Komm her. Toll. Dann hauen wir den anderen mal eben an. Wow. Wir hauen noch ganz schön rein. Oh, na zack, haben wir unsere erste Enderperle. Das ist natürlich der Hammer. Wow. Sehen wir mal diese Frame-Einbrüche. Wow, ist ja heftig. Krass, krass, krass. Ja, das ist nicht so einfach. Wenn wir jetzt mal pennen, dann hört es auch auf zu regnen. So, an der Tag neues Glück. Dann gehen wir mal runter, ne, wir gehen wieder hoch und wieder runter und dann wir draußen Bremse alle. Haha. Dann gehen wir mal hoch hier und setzen mal die Zäunchen dahin, ne? Damit dann hier endlich mal dicht ist und Feierabend und so. Jetzt haben wir noch die Fackel hin, damit das hier mal wenigstens halbwegs ausgeleuchtet ist. Ah, den können wir ja dann ecken. Und eigentlich können wir auch an die Wände hier oben, zumindest da wo der Balkon ist, so hier so Fackeln hinsetzen. Zack, zack, hallo, zack, 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 zick, zack. Da auch noch eine. Und dann haben wir das. Und dann muss hier oben nur noch alles grün werden und dann kann man jetzt so anbieten. Oh, fast oben. Naja, haben wir ja bald geschafft hier. Dann können wir da unten nämlich halt abreißen und dicht machen. Können wir, glaube ich, jetzt auch schon. Aber ich lasse mal noch offen, weil es ist dann für uns auch noch eine schöne Abkürzung erstmal nach unten. Alles halb so wild. Boah, dann wollen wir mal hier den Krempel wieder einsortieren. Die Enderperle packen wir mal in unsere Restpostenkiste. Okay, dann kommt beide Drops rein. Genauso wie Knochen. Ja. Und da die Eier und das Hühnchen, das packen wir dann später noch in den Ofen und dann würde ich sagen, beenden wir erstmal die Folge, wa? Zumindest so gleich. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss!